So, und dann starten wir heute durch mit dem ersten Video nach meiner großen Weihnachtsrenovierung. Es war ja Black Week, beziehungsweise jetzt zu dem Zeitpunkt ist sogar noch Black Week und ich hatte hier auch eine Black Week. Ihr seht, Infovideo dazu sollte eigentlich auch schon online sein. Und wir testen jetzt hier im abgedateten Raum ein neues Produkt. Und zwar von Sonax, das finden wir hier hinten. Schauen wir uns direkt mal an. Und das Schöne ist, wir können jetzt immer hier hintergehen und uns das greifen. Und ihr seht, ich wandere schon hier hoch und ich schaue mal gemeinsam mit euch die Trockenwäsche an. Wir gucken mal, was kann das Produkt, für was kann man das einsetzen, kann ich es euch empfehlen, los geht's. Die Sonax Trockenwäsche ist ein Spezialprodukt und zwar für all diejenigen, die ihr Fahrzeug mal schnell zu Hause oder in der eigenen Garage schnell reinigen wollen. Deswegen Trockenwäsche. Warum trocken? Ihr habt ja eine Flüssigkeit, hat eigentlich nicht so viel mit trocken zu tun, aber ihr braucht halt keinen Hochdruckreiniger oder Gartenschlauch oder was auch immer dazu. Das ist halt ein Produkt, was in seiner Zusammensetzung so formuliert ist, dass ihr das auf dem auch teilweise auch nassen Fahrzeug mit anwenden können, aber natürlich vorrangig auf einem trockenen Fahrzeug, wo Schmutz drauf ist, um diesen zu entfernen. Und hier ist auch noch die Besonderheit, dass ein kleiner Schutz mit drauf kommt. Vorne steht auch drauf, waschen ohne Wasser. Denn nur mit Produkt ohne Wasser zum sauberen, gepflegten Fahrzeug. Schonende, fleckenfreie Reinigung von Lack, Kunststoff, Glas, Metall, Gummi, ohne zu verkratzen. Bei richtiger Anwendung. Und die zeige ich euch gleich. Praktisch für unterwegs und ohne nahegelegenen Waschplatz. Und darum geht's. Es ist ein Spezialprodukt. Und das möchte ich euch in dem Video auch näher bringen. Wenn ihr nämlich eine SB-Box bei euch in der Nähe habt, wo ihr normal waschen könnt, regelmäßig euer Fahrzeug sauber machen könnt oder habt auch sonst eine andere Möglichkeit, das so zu machen, dann seid ihr natürlich in der vollen Hauptwäsche mit drin. Das hier ist ein Spezialprodukt, was speziell dafür gedacht ist, das Fahrzeug zum Beispiel zu Hause in der Garage einfach mal sauber zu machen oder Rückstände. Wenn ihr hier vorher mit eurem Geländewagen durch den Wald geknallt seid und habt ihr Haufen Äste und Dreck und hoffentlich keine Tiere mitgenommen und euer Auto sieht an der Seite aus wie Sau, alles voll mit Lehm und Erde gespritzt, dann empfiehlt es sich auf jeden Fall vorher nochmal in der SB-Box sauber zu machen. Aber für Feinheiten, und wir gehen jetzt gleich an mein Auto ran und da ist an der Seite doch deutlich Dreck dran, da könnt ihr hier so eine Trockenwäsche definitiv nutzen. Zur Anwendung, kein Wascheimer sowie Schlauch, Hochdruck notwendig. Vorgebrauch schütteln und Sprühdüse durchdrehen, öffnen. Produkt auf Mikrofasertuch sprühen, zum Beispiel das Sonax Mikrofasertuch und anschließend auf zusammenhängende Teilflächen gleichmäßig verteilen. Das bedeutet, ihr sprüht euch ein bisschen was ins Tuch, ein, zwei Sprüher, hier kommt relativ viel raus aus dem Sprühkopf, Sonax typischer, kennen wir ja, und dann ein bisschen was auf die Lackoberfläche in Teilbereichen. Also nebelt nicht das ganze Auto ein, Dach, Haube, Seiten, Front, das überall runterläuft, sondern wirklich Bauteil für Bauteil, je nachdem, was ihr halt reinigen wollt. Dann Reste mit einem trockenen Mikrofasertuch abwischen. Das heißt, es empfiehlt sich vielleicht auch ein zweites Tuch zu nutzen. Wenn ihr das ganze Auto machen wollt, würde ich auf jeden Fall auch mindestens zwei Tücher ansetzen. Kein Abspülen nötig. Und das Ganze nicht auf erhitzten Oberflächen antrocknen lassen, ganz klar. Und hier ist auch nochmal ein Hinweis darauf, dass die hochwertigen natürlichen Inhaltsstoffe zu einem Auftrennen der Rezeptur führen können. Das heißt, wenn das vielleicht mal ein bisschen länger steht, das Produkt, kann sein, dass sich hier ein bisschen was absetzt. Da einfach mal richtig schön durchschütteln. Bei meinem Produkt war hier gar nichts irgendwie. Aber ich denke mal, wenn das irgendwie so mal, ist ja frisch, ne? Ganz neues Produkt, aber wenn das mal so zwei, drei Monate irgendwo in einem großen Lager steht, kann sich hier mal ein bisschen was absetzen. Aber ich glaube, durch den Transport wurde das schon so geshaked hier und durchgeschüttelt. Da sollte eigentlich nichts sich irgendwie groß absetzen. Aber steht immer mit drauf, dass da keiner verwirrt ist. Und jetzt testen wir das mal. Wir gehen mal an den BMW ran und der ist nämlich deutlich verschmutzt. So, auf den ersten Blick sieht das Auto eigentlich noch ganz sauber aus, aber wenn wir mal hier vorne Richtung Front schauen, dann sehen wir hier eigentlich schon so ein paar letzte Verschmutzungen, ein bisschen Insektenreste noch von den letzten Herbsttagen. Und wir haben natürlich auch hier drüben noch richtig Dreck drauf. Also ich glaube, das ist schon hier dann die Höchstgrenze des Machbaren. Ihr seht hier ganz, ganz viel so kleine Blattreste, alles von der Straße aufgewirbelt. Auch hier unten am Schweller ist richtig, richtig viel Dreck. Also da muss ich jetzt der Reiniger mal beweisen, weil hier sind auch kleine Steinchen mit dran. Und ich sage es nochmal, wenn es natürlich zu extrem ist, dann könnt ihr auch vorher nochmal an eurer SB-Box vorbeifahren und das Ganze vorreinigen, einmal abstrahlen und dann zu Hause das mit der Trockenwäsche machen. Aber ja, gebt natürlich auch der Sache eine Chance. Auch hier nochmal. Aber ich denke mal, man kann gut sehen, das ist schon eine deutliche Verschmutzung. Wir wollen ja auch eine Herausforderung und das machen wir jetzt mal. Fangen wir mal hier an der Tür an und es wird eigentlich ganz einfach angewendet. Kurz durchschütteln, oben Sprühkopf öffnen, kennt ihr, indem man das hier einfach nach oben dreht. Und dann kann man jetzt entscheiden, hier sind noch ein paar Wassertröpfchen drauf, ein paar Reste von gestern vom Regen noch, aber ansonsten hier unten, das ist alles trocken. Wir haben ja so richtige Laufnasen nach unten. Ihr könnt das jetzt folgendermaßen machen, ihr gebt euch hier 3-4 Sprühe hier ins Tuch und dann sprüht euch hier ein bisschen die Oberfläche ein. Testet erstmal, wenn ihr es zum ersten Mal einsetzt, weil kommt auch ein bisschen mehr Produkt raus. Vom Duft her riecht es richtig, richtig süßlich, frisch. Boah, also der Duft ist sehr, sehr schön.
Wir sprühen mal hier was auf. Ihr braucht auch nur so viel aufsprühen, dass es auf der Oberfläche klebt. Nicht, jetzt so nicht bitte, so, dass die Sache hier nach unten läuft. Macht keinen Sinn, sondern wirklich von weit weg einfach die Oberfläche ein bisschen einnebeln. Ist ein bisschen wie beim Lackieren. Es sollten nicht Haufen Laufnasen nach unten laufen. So, und jetzt gehen wir einfach mal hier mit dem Tuch drüber. Und ich würde es nicht an meinem BMW machen, wenn ich da kein Vertrauen hätte. Es hat eine super, super hohe Gleiteigenschaft. Man merkt auch, wenn man mit dem Tuch hier drüber geht, dass es nicht irgendwie so in Anführungsstrichen kratzig oder so stark reibt, sondern es ist wirklich super, super slick, also super glatt. Merkt man auch, wenn man das Produkt so ein bisschen zwischen die Finger nimmt, das ist wirklich so eine Art, in Anführungsstrichen wie eine kleine Milch, so. Das ist wirklich ganz, ganz weich von der Haptik. Also ich vertraue der Sache wirklich zu 100%. Wenn ihr hier so ein bisschen Verschmutzung drin habt, könnt ihr das auch rausmachen, obwohl hier solche kleinen Blattreste, das macht keine Kratzer. Das ist so weiches, organisches Material. Ihr seht auch hier, wir nehmen natürlich auch den Schmutz im Tuch auf. Und jetzt muss man natürlich schauen, bei so einer starken Verschmutzung, das zähle ich für mich persönlich schon unter starke Verschmutzung, kann man natürlich dann auch mal hier eine neue Seite vom Tuch nehmen. Und schaut mal, wenn das hier ein bisschen sich einweicht mit Produkt, geht das wirklich sehr schön sauber. Hier ist ein bisschen was nochmal draufgefallen. Also sehr, sehr schön. Und ihr seht auch hier, außer die zwei Sachen jetzt hier, es haftet auch schön an der Oberfläche. Also für eine schnelle Reinigung, jetzt seht ihr mal hier, was hier für ein Dreck mit drauf ist, ne? Nicht immer mit derselben Seite drüber gehen, sondern irgendwann mal das Tuch wenden auf eine frische Seite und dann natürlich, nicht vergessen, können wir hier einfach nochmal was draufsprühen und hier oben das runternehmen. Also das, bis auf dieses extrem klebrige Ding hier, was hier dran ist, geht das wirklich sehr, sehr schön weg. Das sind irgendwelche Tropfen hier vom Baum oder sowas. Ja, das müssen wir mit dem Fingernagel wegmachen. Aber ansonsten geht das wirklich sehr, sehr schön. Ihr habt eine schöne, klare Oberfläche. Und dann, wenn diese Oberfläche gereinigt ist, jetzt gehen wir hier unten nochmal drüber. Auch hier unten, selbst da, schaut mal, nehmt ihr den ganzen Schmutz mit runter. Reinigungsleistung passt für mich. Gleiteigenschaften wirklich super hoch. Muss es natürlich auch bei so einem Produkt. Und jetzt gehe ich nochmal hier hinten lang mit der letzten Seite. Bei solchen starken Verschmutzungen müsst ihr auf jeden Fall mehrere Tücher einplanen. Logisch. Hier gehen wir nochmal vorsichtig drüber. Von oben nach unten. Nehmen das nochmal runter. Also das gefällt mir wirklich gut. So, und jetzt gehen wir einfach nochmal, das Tuch ist jetzt sozusagen verschmutzt, gehen wir nochmal mit einem trockenen Tuch drüber und gehen jetzt einfach nochmal das Ganze hier auspolieren, trocknen, ist ja kein Schmutz drauf. Und auch Tuch, nimmt nur noch ganz wenig Produkt auf, weil es wandert halt der große Teil ins Tuch rein. Es ist auch wirklich richtig schön glatt, auch hier so von der Haptik her. Jetzt mal eine Teilfläche gereinigt. Ob ihr jetzt damit euer ganzes Fahrzeug sauber macht, ist euch überlassen. Aber für solche Detailreinigungsaktionen oder mal schnell zu Hause, finde ich, ist das sehr, sehr schick. Abperrverhalten habe ich auch gelesen. Probieren wir jetzt auch direkt mal aus. Frisches Wasser geholt. Das konnte jetzt vielleicht anderthalb Minuten, zwei Minuten hier ablüften. Ich habe jetzt nichts lange aushärten lassen. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Also hier ist auf jeden Fall klar zu sehen. Abhärverhalten auf jeden Fall gut da. Jetzt würde erst sagen, Sebastian hat es nicht vorher gezeigt. Ja, richtig. Zeige ich euch aber gleich nochmal. Das war ja verdreckt. Ne? Also das war schwierig, euch vorher das Abhärverhalten zu zeigen, weil eine Dreckschicht perlt halt so oder so nicht. Schauen wir uns aber gleich an. Also auf jeden Fall finde ich hier Abhärverhalten sehr, sehr schön. Könnte für meine Wünsche, ne? Ihr kennt ja meine Ansprüche, könnte noch krasser sein. Aber ich finde, für so eine schnelle Reinigung ist das auf jeden Fall deutlich zu sehen. Das geht für mich so Richtung, wenn man so eine schöne Nassversiegelung hat. Also wir haben auf jeden Fall keinen großen Wasserfilm, der sich hier bildet. Ne? Selbst wenn wir hier richtig nah rangehen. Es reißt ziemlich fix auf. Also ich finde, es ist eine gute Versiegelung. Ne? Kriegt auch von mir auch meine ehrliche Meinung, ganz klar. Es ist eine gute Versiegelung. Keine extrem hochhydrophobe Abperrleistung. Aber hier für das, wenn man jetzt auch so ein Produkt mal nutzt, als Standalone, als Schnellwäsche, finde ich das absolut in Ordnung. Ich zeige euch jetzt auch nochmal, dass das wirklich vom Produkt kommt. Wir gehen nochmal an eine andere Stelle ran, wo wir vorher kein Abhärverhalten haben. Schauen wir mal fix hier oben auf dem Dach. Da haben wir eigentlich ein ganz schwaches Abhärverhalten. Das sieht man auch an den Tropfen, die hier drauf sind, hier hin. Ich habe bloß mal kurz trocken gewischt. Also da sehen wir ganz, ganz deutlich. So sieht es halt aus, wenn nichts auf der Oberfläche drauf ist. Und jetzt nehmen wir mal die Trockenwäsche und reinigen das nochmal nach und dann schauen wir uns das nochmal an. So, und wenn wir jetzt hier einfach nochmal ein bisschen was aufsprühen,
zwei, drei Sprüher, einmal ins Tuch und jetzt nochmal hier so ein bisschen drüber gehen. Ich habe den Duft leider noch nicht rausgefunden. Hier auch diese gelben Flecken, wenn man da, ah, die gehen wunderbar weg. Sehr, sehr schön. Oh ja, also hier bestätigt sich auch nochmal die gute Reinigungsleistung. So, einmal hier drüber gegangen. Wir warten jetzt nicht so einen massiven Dreck wie auf der Beifahrerseite jetzt gerade. Dann nehmen wir uns nochmal eine ganz, ganz frische, trockene Tuchseite. Ich habe natürlich ein bisschen Wasser jetzt auch aufgesogen. Gehen jetzt hier einfach nochmal mit drüber. Gebt der Sache nochmal ein paar Sekunden Ablüftzeit. Und dann schauen wir uns das mal im Anschluss an. Wir können ja auch gleich mal direkt schauen, was sich jetzt hier verändert hat. Ja doch, also man sieht es. Du hast jetzt nicht mehr diese übelst große Lachenbildung, sondern eine gute Hydrophobie. Ganz, ganz deutlich zu sehen. Geht jetzt nicht Richtung CC1 oder Brilliant Shine Detailer oder CSV. Kann man natürlich, und das ist auch eine Möglichkeit, ihr könnt ja natürlich jetzt danach noch eine Sprühversiegelung drauf machen. Es spricht ja nichts dagegen. Aber ihr seht jetzt hier schon, es ist ein ganz, ganz deutlicher Unterschied jetzt gegenüber ohne der Trockenwäsche. Also das funktioniert deutlich besser. Guckt mal hier. Also Leute, wir reden hier über eine Trockenwäsche. Es ist keine Sprühversiegelung. Und dafür sind die Anteile, und ich denke mal, auch hier muss man rezepturmäßig natürlich auch schauen, wie weit kann man mit der Versiegelungsleistung gehen, ohne vielleicht die weichen Bestandteile, in Anführungsstrichen jetzt, diese weiche Haptik und auch diesen Gleiteffekt, den muss man ja auch mitbehalten. Und ich glaube, da muss man einfach einen schönen Kompromiss finden. Und wie ihr das hier seht, finde ich, ist das ein absolut guter Kompromiss. Und das ist ein ganz, ganz deutliches Ergebnis. Also hier auch nochmal schön gezeigt. Also was ich bisher an Erfahrung sammeln konnte mit der Trockenwäsche, war auf jeden Fall positiv. Viele, viele Gründe sprechen dafür. Erstens erstmal, es ist ein Spezialprodukt, was man nutzt, um partiell Teile am Fahrzeug zu reinigen. Ihr könnt damit auch das ganze Fahrzeug machen, ganz klar. Plant aber da deutlich mehr Tücher ein. Verbrauch muss ich auch ganz klar sagen. Wenn ihr das ganze Fahrzeug macht, werdet ihr vielleicht ungefähr ein Viertel davon verbrauchen. Da macht aber auch das ganze Auto. Und ihr kommt wirklich sehr sparsam damit zurecht, wenn ihr dann einfach mit dem zweiten Tuch immer die Rückstände runternehmt und wie gesagt, tränkt das Fahrzeug nicht damit, sondern wirklich nur, wie so, als würdet ihr das ein bisschen lackieren, so dass nicht Massen an Produkt nach unten läuft und auf den Boden tropft. Das soll es ja auch gar nicht in dem Punkt, sondern ihr wollt das nur benetzen, aufweichen und dann nehmt ihr das vorsichtig runter. Reinigungsleistung hat mir sehr gut gefallen. Die Abperrleistung finde ich auf jeden Fall vollkommen akzeptabel und nicht nur akzeptabel, sondern auch gut für so ein Produkt, weil, ich hatte es gerade erwähnt, man muss einen Kompromiss finden zwischen Reinigungsleistung, Gleiteigenschaften, Verarbeitbarkeit und dann noch diesem Abperrverhalten. Auch da können wir in Zukunft ein bisschen experimentieren. Ich habe da so ein paar Ideen. Auf jeden Fall hat das hier wirklich zufriedenstellend geklappt. Wenn ihr mehr mit dem Produkt sehen wollt, dann gern meldet euch in den Kommentaren. Habt das auch schon mal ausprobiert? Habt es euch schon geholt? Das ist ja eins der ganz, ganz frischen Produkte jetzt zu dem Zeitpunkt. Das war jetzt so der erste Test mit euch gemeinsam, für euch, für das erste Video. Freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Video mit dabei seid. Abonnieren, Glocke aktivieren, ihr kennt das Spiel. Vielen Dank für eure Unterstützung. Haut rein und ihr findet das Produkt natürlich und alles an Zubehör auch unten in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Ciao.